Darf ich vorstellen, der Faulbaum. Der Faulbaum ist ziemlich besonders, nicht nur aufgrund der Orte, wo er wächst. Der gedeiht zum Beispiel in Mooren, aber auch in Auwäldern oder in Bruchwäldern. Der Faulbaum, der blüht gerade. Das ist ganz erstaunlich beim Faulbaum. Der hat nämlich eine unglaublich lange Blütezeit. Die beginnt schon im Mai und noch jetzt im September sind hier überall kleine Blüten zu sehen. Gleichzeitig reifen aber auch schon die Früchte. Die sind ab August ungefähr so weit, dass sie anfangen zu reifen. Dann verändern die auch ihre Farbe von grün über rot und dann bis hin zu schwarz. Und das ist eben auch dem geschuldet, dass der Faulbaum so eine lange Blütezeit hat, dass wir dann alle Farben gleichzeitig bei den Früchten an einem Strauch entdecken können. Und das ist dann ein wunderschöner Farbtupfer. Und noch dazu ist der Faulbaum eben unglaublich wertvoll für ganz viele unterschiedliche Tierarten. Der Faulbaum hat hier einen ziemlich ungewöhnlichen Namen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, warum der Faulbaum Faulbaum heißt.